So, komm bei der nächsten Folge. Finanzpolizeirevier, wir sind immer noch auf der Suche. Unterbrecher. Alles gut, ob ich irgendwo rein könnte. Hier kann ich rein. Ah, Zug geschlossen. Kein Unterbrecher für mich. Das ist natürlich schade. So, na, Tür öffnen. Ich glaube, ich muss den ganzen Weg zurück. Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut. Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Hm, vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. So, Tür ist offen. Jetzt soll ich erst lang. Oh, einer wird schild. Nicht so gut. Ich kann. Batman macht sie alle platt. Alfred, ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ich brauche einen anderen Weg. Die Asservatenkammer, Sir? Nun, laut diesen Plänen grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht, an den Sie über die Krankenstation gelangen können. Ich habe ihn auf Ihrer Karte markiert. So, über einen alten Aufzugsschacht, ne? Das ist ja. Und einer Krankenstation, die hier unten ist. An alle Einheiten. Berichte eines 622 in den unteren Stockwerken. Sicherheitspersonal wird benötigt. Kann ich was mitnehmen? Nee, schade. Sehr, sehr schade. Hätte ich mich gefreut drüber. Es muss wie ein Unfall aussehen, als ob Gordon die Kontrolle verloren hat. Fliehe aus dem Anzug! Die Waffe gehört uns! Sind auf der Krankenstation. Suchen Sie den Eingang zu einem alten Aufzugsschacht. Er wird Sie in die Asservatenkammer bringen. Verstanden. Hier ist er, Alter. Oh. Gerade mit Doppeltrieb gemacht, auch nicht schlecht. So, hier ist der alte Aufzugsschacht. Ah, ich sehe schon, da muss ich jetzt Batterien schmeißen. Aber wohin schmeißen? Nicht? Gang? War kein Gang, oder? Die Leute sehen nicht. Ah, ja. Uiuiuiui. Shit. Fliegen? Muss hier irgendwas sein? Ah, verdammt. Nochmal. Beschleunigen. Wow, wow, wow. Ist sehr, sehr schnell. Ah, steuert uns gerade ein bisschen.
Okay, so. Das war da drauf. Abbremsen. Also. Muss hier irgendwo ein Schalter sein. Warte nicht gerade. Da ist er. Tiefer, tiefer, tiefer. Da ist er. Mann. Nicht drauf. Nicht hier. Aber ich habe ihn gefunden. Okay, dann weiß ich, wie ich es mache. Erst hierher. So, jetzt kurz umdrehen. Da rein. Da hoch. Hier umdrehen. Dann bei unten. Irgendwo hat sich gerade was geöffnet. Ich hoffe, dass es unten ist. Komme ich nicht rein, okay. Nee, 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 ist bestimmt falsch. Das ist bestimmt falsch. So kann soll ich jetzt bestimmt nicht. Aber weiter hoch komme ich. Doch, 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 doch. Komm ich. Ich muss ja nur die Kralle dann auswählen. Mich da dran hangeln. Da komme ich rein. Hier drin ist dann der Unterbrecher. Irgendwo. Ein Unterbrecher. Nice. Jetzt sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. Das heißt ab in den Serverraum. Ich hoffe, da hier oben kommen wir statt unten ganz rein. Hier ist noch irgendwas. Da hat man hier von Enigma. Alarmstufe 1. Meldungen über einen Störvorfall in den Gefängniszellen. Notfallprotokolle werden eingeleitet. Ja, aber ich komme ja nicht raus aus der Kammer. Warte, es gibt irgendwie keinen Zugang. Es gibt keine Tür. Alarmstufe 1. Aufstand in den Zellen bestätigt. Notfallprotokolle sind aktiv. Okay, dann muss ich wieder runter und dann unten durch die Zellen durch. So, als allererstes natürlich Level Up. Nahkampfverbesserung, was haben wir? Schönes. Nochmal ein Panzer. Immer das hier. Erstmal wichtig, Panzerung ist immer wichtig. Wer Panzerung hat, der kann nicht so oft sterben. Das ist falsch. Da muss ich lang durch die Gangstation wieder zurück in den Zellenblock. Ich denke mal, das sind jetzt alle Gefangenen frei. Davon aus. Ja, nicht alle. Da. Tötet diesen scheiß Bullen! Mit dem Unterbrecher sollte ich durch dieses Tor kommen. Lassen wir uns gehen oder müssen wir uns den Weg freischlagen? Ist ja doch nicht so ein beschissenes Weihnachten! Hier müssen Sie uns rauslassen! Wir haben Geißeln! Wo zur Hölle steckt der Rest der Bullen? Vielleicht hat die Fledermaus alle abgemurkt. Kann einer von euch das Schloss knacken? Der Typ sieht nicht gut aus. Okay, die verprügeln Kopf, das ist nicht gut. Oh Mann, Mann. Ja, meine Schuld. Ich hab die Agale Kobe gemacht vorher. Kämpf gefälligst, verdammt! Vielleicht bist du nur noch eine schlechte Erinnerung. Weil waren ja schon alle hoch, die am Boden lagen. Jetzt gib's auf! Was macht der jetzt? Nein, jetzt hier nicht. Nicht chatten, klar, komm. Ich
Wir schaffen das! So, was wollte ich? Oh! Wir kriegen langsam Kontrolle rein, das ist schön, ne? Lässt sich mit mir anlegen? Das wäre doch nicht nötig gewesen! Oh, nice. Wir haben ein Problem, Jungs. So, alle ausgeschalten. Kein so guter Kampf, aber ist egal. Haben tun wir sie alle. Okay, gib Bescheid. Überweisen wir ihn ins Gotham General. Sofort, sobald er wieder stabil ist. Oh, verstorben, schade. Ja, gut, Kopfsvieh gewesen. Alle verstorben. Mit meiner Schuld, weil ich hier runter bin. Auf den Unterbrecher zu holen. Das ist gar nicht so gut. An alle Einheiten, meldet eure 20 auf Kanal 3. Wir brauchen genaue Zahlen. Wir müssen wissen, wer fehlt. So, hier mit dem Unterbrecher, das ist der da. Ist unterbrochen. Jetzt schnell Passwort knacken. Dann komme ich an den Serverraum. Da weiß ich dann, wer dort in dem Raum war. Den Fingerabdrücke. Da weiß ich dann, wer dort einen Mord begangen hat. Dann komme ich dann Richtung Black Mask. Oder Black Mask ist wirklich tot. Mal schauen wir mal. Ganz ruhig. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Hm. Aber du musst das Intranet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Oh ja. Verschwinde von hier! Feuer einstellen! Die Idioten, ich bin! Was habt ihr euch dabei gedacht? Mit wem hast du da drin geredet? Woher zum Schluss soll ich das wissen? Sehe ich auch die Entfernung? Tja, wenn die da kommen, wenn mich gefunden haben, dann hast du es ganz schnell weg, ja? Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Und wenn nicht, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Das wäre ja wohl nicht das erste Mal. Sir, ja, Sir. Ach du Scheiße. Warum funktioniert sie nicht? Zeig, was du drauf. Bisschen konservieren, dann klappt das auch. Du musst es nicht tun. Das erledigt ihn schon. Der Mensch ist schon mal erledigt. Sehr gut. Keine verwerfende Waffe, wie ich das sehe. Alle Mann ausgeschaltet. So, die ganzen Cops down. Ob es jetzt gute Cops sind oder böse Cops, spielt jetzt keine Rolle, wie es Batman. So, der Schießstand. Wir haben vorhin von da oben. Alarmstufe 1. 622 hat den Schießstand verlassen. Oh. Statusbericht. Alle Quadranten melden. So, noch ein bisschen Passwort knacken. Genau, da war der Serverraum. Wie vorne geht's
ja doch. Nein, stopp das nicht. Da ist der. Sind die mies, erstmal schießen. Immer erstmal ballern, das ist so unfair. Wieso muss ich dagegen wehren? Gegen sowas. Ich will Ihnen nicht wehtun, aber Sie müssen aus dem Weg bleiben. Niemals. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite? Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gothams Respekt verdient. Wenn das wahr wäre, wäre ich nicht hier. Gott, raus aus der Schussbahn! Nicht schießen! Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Weg, Dagon! Ich mach ihn kalt! So, alle sind ohne Waffen. Nicht zu nah ran! Einer muss sich schalten, bleiben noch zwei. Oh. Der letzte. Schöner Trick. Alle erledigt. Gordon geht's gut. Der ist nur bewusstlos, aber den geht's gut. Geht's fantastisch. Wir verlassen das Polizeirevier. So einfach. Ich habe einen Gully in der Nähe auf Ihrer Karte markiert. Er führt Sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Alfred. Und, Sir, versuchen Sie doch immer, dem Dreck fernzubleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Ihren Anzug reinigt. So, auf in die Kanalisation. Hallo? Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich mich in deinen Funk einhacke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeugs und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Okay, neue Nebenaufgabe. Waffenlagertransporter. Noch nicht schlecht. Ich will hier einfach nur durchkommen. Mein Geld kassieren und dann irgendwo hinfliegen, wo es warm ist. Nichts ist schöner als zu gleiten. Bestimmt ein tolles Gefühl. So hoch mit den Dächern. Die Sion ist dabei gedacht. Bin ich völlig falsch, muss ich sagen. Ist doch für uns alle schlecht. Ein Freund von mir arbeitet für ihn. Er meint, der Typ verhält sich ziemlich schräg in letzter Zeit. Frag mich, was das heißt. Vielleicht will er Stärke zeigen, weißt du? Die Muskeln spielen lassen. Oder er hat zu viel von seinem Zeug probiert und ist dadurch endgültig durchgedreht. Apropos Zeug. Vielleicht sollten wir uns auch was okay, besorgen. Dann muss ich dann ein bisschen feiern. Mach mal nicht. Ich seh mal, was ich tun kann. Ja, kleine Witze gibt's hier auch immer. Wenn du unbedingt alles knacken willst, musst du halt alles machen. Ich will ja erstmal nicht alles machen. Ja, nur. Stimmt, sag mal. So, ich muss auf jeden Fall dahin gehen zur Kanalisation. Da bin ich gerade weggeflogen. Jetzt darf ich dann mal zurück. Nicht so gut. Da muss ich hin. Muss genau unter mir sein. Hier ist keiner tot. Früh die nur bewusstlos. Halt!
Penner! Der Penner ist ein Penner, der wird euch so oft das Leben retten. Das ist unglaublich. Da ist doch die Kanalisation, das Riesending da. Alle ausgeschaltet, gibt es Lebensmut und rein in die Kanalisation. Schauen wir mal, was uns da schönes erwartet. Bin schon sehr gespannt. Nicht gut. Sprengstoff. Noch mehr Sprengstoff. Komisch. Das sind Black Masks Männer. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Ninja? Tja, wie wir die Ninjas machen. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor den Ratten? Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Die Fledermaus? Als hätte die heute Nacht nichts Besseres zu tun, als in der Kanalisation rumzuhängen. Ich hoffe, du hast recht, aber für den Fall des Falles bin ich froh, dass wir Kung Fu auf unserer Seite haben. Wenn du dich damit besser fühlst. Ich frage mich nur, wie ich diesen Gestank je wieder aus meinen Klamotten kriege. Der Boss zieht heute Nacht eine echt große Nummer ab. Ja, wir müssen die Bewohner Gothams daran erinnern, warum sie den Namen Black Mask fürchten sollen. Das klingt wie aus einem Werbeprospekt. Bist du nicht dabei oder was? Denn du bist entweder dabei oder... Hey, ich stehe hundertprozentig hinter dem Boss. Ich verstehe nur nicht, wie dieser ganze Mist, den er uns heute machen lässt, uns die Taschen füllen soll. Ich bin sicher, er hat gute Gründe. Aber ich werde bestimmt nicht nachfragen, welche. Ich auch nicht. Ja, tolles Gespräch. So, wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Ciao.